Willkommen bei FestivalZombie.com. Ich sitze hier heute mit Jens. Ich würde jetzt sagen, er ist ein Kunsthandwerker. Das klingt so schwul. Dann, als was würdest du dich denn bezeichnen? Hey, ich baue einfach Sachen. Alter. Auf jeden Fall ist der Typ tierisch geschickt im Basteln von Waffen aller Art. Aus was für Materialien? Hauptsächlich halt Schaumstoff und so ein Scheiß. Schaumstoff, okay. Ja, das sind halt hauptsächlich Dekosachen. Also so, damit man sich einfach verprügeln kann, ohne halt sich wirklich zu töten. Macht ab und zu mal Sinn. Ja. Dann lass uns mal ein paar von deinen Sachen angucken. Was haben wir hier? Das ist einfach im Ursprung mal eine Nerf-Knarre gewesen. Was ist eine Nerf-Knarre? Ah, das sind diese Kinderspielzeug-Dartblaster, die... Ach, diese Schaumstoffblaster. Genau, diese Schaumstoff-Pille-Männer verschießen. Und die sehen halt aus wie Kindersachen. Und ergo habe ich da einfach mal mich an M1 Garant als Vorlage genommen und habe das dann so ein bisschen nachmodelliert und die Technik da eingebaut. Ja. Das ist ein Dreizack. Das ist, ja klar, das ist jetzt so ein Dreizack. Das ist jetzt mehr für den Fantasy-Bereich. Da habe ich halt viele Kunden. Ja. Wie groß ist das Ding? Das Ding ist, glaube ich, 2,10, 2,20 so die Ecke. Okay. Und wie breit ist der Dreizack oben dran an der Spitze? So, ja, was würde ich sagen? 30, 40 oder so. 30 Zentimeter. Das Ding kenne ich sogar, das ist die rotzende Sau. Ja, das ist korrekt. Das ist auch einfach nur so ein Spaßprojekt gewesen. Ich hatte einfach mal irgendwann Bock, so ein riesengroßes mittelalterliches Repetiergeschütz zu bauen. Und habe dann einfach mal gemacht. Ne? Wie lange hast du dafür gebaut? Also das sind 200, 300 Stunden Arbeit gewesen. Da habe ich verteilt über 7, 8, 9 Monate gemacht, mit ein bisschen Hilfe vom Kollegen. Und was kann die? Schießen. Wie? Mit dem Schwein? Oder? Das ist hier eine Balliste, glaube ich, ne? Genau. Hier, so eine Armbrust ist das. Hier kann man Schweine beschießen? Nein! Das schießt vorne aus dem Maul von dem Schwein raus. Du hast da diesen Drehhebel, dieses Drehrad. Da drehst das ist du das einfach, hier, ne? Und da hast du einfach eine repetierende Mechanik drin, die einen Schlitten immer nach vorne hinten fährt, greift sich vorne in die Sehne, zieht nach hinten und durch so ein drehendes Rohr wird einfach immer ein Pfeil nachgelegt. Mhm. Und sobald der hinten am Anschlag ist, dann werden die Haken halt ausgeklinkt, schießt und dann... Du drehst einfach nur dein Rad die ganze Zeit. Die brauchst du also quasi nicht... Automatisch nachladen. Genau. Automatisch. Eine automatisch nachladende Balliste. Ja. Ach, jetzt auf die Schaumstoffreichweite. Die Schaumstoffpfeile hat die gar nicht so eine große Reichweite. Das sind, weiß ich nicht, 30, 40 Meter gewesen oder so. Weil du willst damit halt nicht wirklich Menschen töten. Das geht halt darum, dass du... dass das Ding geil aussieht. Dass das geil aussieht und da irgendwas vorne rauskommt. Das ist halt Spaß. Ne? Und das ist auch nur, die Geschosse sind halt auch nur Rohr-ISO. Mit ein bisschen Papier reingewickelt und Schaumstoffdruckverteiler vorne drauf. Da soll halt keine Menschen verletzen. Darum geht's halt. Schade, ich hätte es gut. Hey. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie das Master Sword aus Legend of Zelda. Ja, ganz genau. Das ist halt, das ist dann halt so Aufträge, die man so kriegt. Es gibt ja diese Cosplay-Szene zum Beispiel. Ja. Und die stellen halt entsprechende Charaktere nach. Und dafür brauchst du das. Also Cosplayer kommen viel auf dich zu und dann machst du eben auch Auftragsarbeiten für die. Auch. Was hast du denn außer Legend of Zelda noch alles gemacht, zum Beispiel? Also so Cosplay-mäßig jetzt nicht so viel. Deswegen, das ist nur auch, die machen das ja meistens selber. Ach also, so, gut, das ja, ist ja auch so, die sind so dieses, ich bastel mir mein Kostüm. Ja, genau. Leute, würde ich sagen. Ja, aber solche Leute können, wenn sie jetzt nicht so geschickt sind, was diesen Bastelkram, könnten die auf dich zukommen. Ja, genau, und klar. Auf jeden Fall in Kontakt werden wir unten in die Beschreibung vom Video auf jeden Fall mal packen. So, hier haben wir nochmal... Ja, Machete? Ja, das ist ein riesengroßes Macheten-Dings irgendwie. Riesengroß, wie groß? Also das ist schon so ein Ballermann. Also ich würde sagen, so 50, 60 hat das schon. Ja. Und den Griff, den hast du auch mit dem Dremel aus Schaumstoff? Nee. Den Griff, den habe ich tatsächlich so bekommen. Und, ach so, okay. Hab nur den Rest dann mal rangebaut. Gut, dann schauen wir weiter. Schädel. Ja. Jede Menge Schädel. Ey, einfach mal...
Kann man immer gebrauchen. Das ist voll geil. Die hast du auch selbst hergestellt? Ja, 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 klar. Die werden halt gegossen einfach und dann angemalt. Fertig. Wo kriegst du denn die Formen her? Die ziehst du dir selber. Wie? Aus Nein, du kaufst dir einfach eine Replik von dem Schädel und ziehst dir eine Form daraus. Mehr sind nicht. So, und dieses Exponat haben wir sogar hier vor Ort. Das ist eine Armbrust, ja, wenn ich das richtig sehe. Ein Nachbau von so einer römischen Mörderteil. Torsionsballiste. Einfach mal, jetzt kommt sie so in die Kamera geschwebt offensichtlich. Ja, genau. Schalala. Was hast du da? Das Ding schießt auch tatsächlich. Ja, ja, genau. Das hab ich auch für beide Versionen. Also einmal für echte Pfeile und einmal für halt Schaumstoff-Dinger gebaut. Da wird dann einfach der Schlitten ausgetauscht und dann kann es beides. Ach, der Schlitten muss ausgetauscht werden. Die ganzen Bleche und so, meine Frage. Wie lange hast du dafür gebraucht für das Ding? Das waren so, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Stunden Arbeit, das geht. Okay. Also, das ist auch nur aus Spaß entstanden. Das ist einfach nur, ich habe irgendwann gesehen, dachte mir, ach, das sieht ganz interessant aus, baust du mal. Nicht schlecht. Wie weit schießt das Ding? Also, das Ding schießt schon 100, 150 Meter. So ein Pfeil kann das schon. Ja, wunderschönes Mordinstrument. Das ist ein Mordinstrument. Also, wenn irgendwann wirklich Zombie-Apokalypse kommt, das Ding schießt garantiert immer. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, ja, nochmal ein Schädel. Ja, das ist, glaube ich, der, den wir hier haben. Achso, hier unser Kumpel. Der hier. Der Kumpel. Ein Regenschirm. Ein ja. Regenschirm. Ey. Kann ein Regenschirm. Man, kann man auch mit auf Leute. Das ist halt was ich gerade gesagt habe, diese fiktiven Szenarien. Und dann nimmst du dann, wenn du in einem fiktiven Szenario bist und nichts hast, dann nimmst du einen Regenschirm, um Zombies zu verprügeln. Dann nimmst du das. Nee. Der aufspannbar ist er nicht, oder? Nein. Achso, also das ist ein. Das ist ein komplettes Element. Es geht halt, wie gesagt, um die Optik. Außerdem, mit einem aufgespannten Regenschirm verprügelt sich nicht so gut. Tanzt sich aber schöner. Ja, das ist aber leider schwul. <cool. lacht> Wenn jetzt jemand dir einen Auftrag geben möchte für eine Arbeit, wie kann er dich denn kontaktieren? Hey, entweder auf meiner Facebook-Seite, die wahrscheinlich dann... Die blenden wir einfach mal ein, beziehungsweise packen sie unten in die Beschreibung. Ja, einfach unten in die Beschreibung, dann ist gut. Und dann einfach eine Nachricht schreiben. Oder? Einfach eine Nachricht schreiben. Dann quatschen wir schon. Alles klar. Jens, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Leute, was haltet ihr von Jens Arbeiten? Schickt uns eure Meinung auf festivalzombie.com beziehungsweise schreibt uns unten in die Comments. Und wir sehen uns dann das nächste Mal beim Zombie Movie Talk. Bis dann. Ciao.